Ford CEO, wir haben einen Wahnsinnsdeal mit Tesla gemacht. Der amerikanische Autohersteller Ford Motor Company ist ein transnationaler Konzern. Im Jahr 2022 stieg sein Umsatz auf über 158 Milliarden Dollar gegenüber 136 Milliarden Dollar im Jahr vor der Epidemie. Und Tesla, das so erfolgreich ist, dass es kaum einer Vorstellung bedarf. Zu Beginn war es das einzige Unternehmen, das die Elektroautoindustrie vorantrieb. Jim Farley, CEO von Ford, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Wahnsinnsdeal mit Tesla geschlossen hat. Ford-Besitzer können nun das Supercharger-Netz von Tesla nutzen, was einen bedeutenden Fortschritt für Elektroautos darstellt. Könnte dieses Geschäft also das Potenzial haben, die Autoindustrie zu verändern? Oder handelt es sich um eine Blase auf dem Markt? Bereiten Sie sich darauf vor, alles über dieses Geschäft zu erfahren. Schnallen Sie sich an und halten Sie das Steuer fest. Sind Sie bereit? Also schnallen Sie sich an und lassen Sie uns versuchen zu verstehen, was eigentlich in diesem Geschäft steckt. Ford wird seinen Kunden nun erlauben, das Ladenetz von Tesla für Elektrofahrzeuge zu nutzen. Einige Leute sind besorgt darüber, ob es eine einheitliche Methode zum Aufladen von Elektroautos im ganzen Land geben sollte. Sie sind auch besorgt darüber, was mit kleineren Ladeunternehmen geschehen wird, die in Schwierigkeiten sind. Tesla und Ford haben vereinbart, dass Ford-Fahrer in Nordamerika ab 2024 mehr als 12.000 Tesla Supercharger nutzen können. Branchenexperten sind der Meinung, dass die neue Partnerschaft andere Unternehmen und die US-Regierung unter Druck setzen wird, mitzuhalten oder mehr Geld auszugeben, um ihre Leistung zu verbessern. Paul Baiocchi, leitender ETF-Stratege bei SS&MC Alps Advisors, sagte, dass der frühe Vorsprung von Tesla im Weltraum und die Investition von Ford andere Unternehmen zwingen wird, ihre Pläne zu ändern, was kostspielig sein wird. SS&MC hat Geld in Unternehmen investiert, die Ladestationen für Elektroautos herstellen, wie ChargePoint Holdings Inc., EVgo Inc. und Blink Charging Co. Die Vereinbarung mit Ford trug dazu bei, dass der nordamerikanische Ladestandard NACS von Tesla populärer und vertrauenswürdiger wurde. Kleinere Unternehmen, die das kombinierte Ladesystem Combined Charging System CCS verwenden, hatten es schwerer, sich im Wettbewerb zu behaupten. Elon Musk ist sehr daran interessiert, mit Ford, dem zweitgrößten Elektrofahrzeughersteller des Landes, zusammenzuarbeiten, um die Technologie von Tesla als Standard in Nordamerika zu etablieren. Ford, General Motors und Tesla bauen in Nordamerika weitere Ladestationen für Elektroautos. Tesla-Besitzer können ihre Fahrzeuge problemlos an den Supercharging-Stationen des Unternehmens aufladen, die das größte Ladenetz in Nordamerika darstellen. Die Ladeindustrie ist nicht gut organisiert und für Menschen, die keinen Tesla besitzen, ist es schwieriger, Ladestationen zu finden. Die Dinge werden bald anders sein. Ford und Tesla haben letzten Monat eine Vereinbarung getroffen. Die Elektroautos von Ford können nun mit einem Adapter die Ladestationen von Tesla nutzen. Ab 2025 werden die Elektroautos von Ford standardmäßig die Ladetechnik von Tesla nutzen. General Motors schloss am Donnerstag ein Abkommen mit Tesla, obwohl die beiden Unternehmen normalerweise Konkurrenten sind. Die Vereinbarung ähnelte einer anderen, die sie zuvor geschlossen hatten. Warum haben sich Ford und GM mit Tesla zusammengetan, einem Unternehmen, das von Anlegern als Bedrohung für die traditionellen Autohersteller angesehen wird? Was bedeutet das für Elektrofahrzeuge? Das Aufladen ist für alle Geräte gleich. Der NACS-Stecker, North American Charging Standard, wird von den Superchargern von Tesla verwendet und ist exklusiv für Elektrofahrzeuge von Tesla. Dieser Stecker ist nicht mit anderen Elektroautos kompatibel. In den USA verwenden viele Elektroautos und Ladestationen einen Stecker namens Combined Charging System, CCS. Jeder kann ihn verwenden. Tesla-Elektrofahrzeuge können CCS-Ladegeräte mit einem Adapter verwenden. Allerdings können nur Tesla-Fahrzeuge NACS-Ladegeräte verwenden. Tesla-Besitzer können ihre Fahrzeuge problemlos an den Schnellladestationen des Unternehmens aufladen. Fahrer von Elektrofahrzeugen, die nicht von Tesla stammen und CCS nutzen, haben es jedoch schwerer, zuverlässige Ladestationen zu finden, da es viele verschiedene Netze gibt und die Geräte oft unzuverlässig sind. Die Autohersteller in Detroit sind besorgt über die Probleme mit CCS, da sie ihre Produktion von Elektrofahrzeugen erhöhen, um sie an viele Menschen zu verkaufen.
Rund 76 Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge in der San Francisco Bay Area wurden von Forschern der University of California, Berkeley, untersucht. Sie fanden heraus, dass fast 25% von ihnen unwirksam waren. J.D. Power führte im August 2022 eine Studie über CCS-Ladegeräte in anderen Regionen des Landes durch und kam zu vergleichbaren Ergebnissen. Die Untersuchung zeigte, wie zuverlässig die Ladeinfrastruktur von Tesla ist. Tesla schuf das Supercharger-Netz, um die Sorgen der Menschen zu zerstreuen, die zögerten, ihr Auto zu kaufen, weil sie sich Sorgen um das Aufladen während langer Fahrten machten. Das Unternehmen versprach den Kunden ein gutes und zuverlässiges Schnellladenetz, als es mit dem Verkauf von Elektroautos begann. Dies führte zu mehr Verkäufen und war ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Unternehmens in den USA. Bleiben Sie dran. Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Dann schauen Sie weiter zu und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Zurück zum Thema. Das CCS-Netz hat Autofirmen wie Ford und GM, die mehr Elektroautos verkaufen wollen, Probleme bereitet, weil es nicht sehr zuverlässig war. Wer mit dem Gedanken spielt, ein Ford oder GM Elektroauto zu kaufen, könnte eine Probefahrt genießen, aber Tesla ist im Vorteil, weil es über ein zuverlässigeres Ladenetz verfügt. Diese neuen Angebote werden dazu beitragen, dass das Laden für alle fair ist. Die Ladestecker von Tesla sind kleiner und leichter als die CCS-Stecker, die für ältere oder behinderte Fahrer schwer zu handhaben sein können. Das ist ein weiterer Grund, warum der NACS-Standard von Tesla besser ist. Ford und GM versuchen, Elektroautos für Menschen einfacher zu machen, die sie noch nie benutzt haben. Sparen Sie Zeit und Mühe, indem Sie einen kürzeren Weg nehmen. Ford und GM investieren stark in Elektrofahrzeuge. Die Menschen sind besorgt, dass Probleme mit CCS-Ladegeräten die Nutzung erschweren könnten. GM will $750 Millionen ausgeben, um das Aufladen von Elektroautos in den USA und Kanada bis 2021 zu erleichtern. Im November letzten Jahres teilte Tesla die technischen Spezifikationen seines in NACS genannten Stacker-Designs mit und lud andere Autohersteller und Betreiber von Ladenetzen ein, es zu verwenden. Sowohl Ford als auch GM haben einen Weg gefunden, durch diese Änderung Geld zu sparen. Barra erklärte in einem Interview mit der CNBC-Sendung Fast Money, dass sie in der Lage waren, ihr Projekt schneller und effektiver abzuschließen, was es ihnen ermöglicht, kürzlich mit Ford getan hat. Der Hauptgrund für Tesla, zumindest öffentlich, ist vielleicht sogar leichter zu verstehen. Rebecca Tinucci, Senior Director of Charging Infrastructure bei Tesla, sagte, dass es das Ziel des Unternehmens sei, die weltweite Umstellung auf nachhaltige Energie zu beschleunigen. Dies wurde in einer Erklärung bei der Ankündigung des GM-Deals am Donnerstag erwähnt. Es ist ein sehr wichtiger Teil unseres Ziels, dafür zu sorgen, dass Besitzer von Elektrofahrzeugen ihre Autos einfach und zuverlässig aufladen können. Elon Musk fügte hinzu, er glaube, dass Ford mit Elektrofahrzeugen erfolgreich sei. Dies ist wichtig, weil es eine gute Kommunikation zwischen den beiden Unternehmen beweist. Musk lobte die Bemühungen von Ford bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und die Tatsache, dass das Unternehmen zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten in diesem Sektor geworden ist. Musks Unterstützung zeigt, dass er die Schwierigkeiten versteht, denen sich Unternehmen beim Eintritt in den neuen Markt für Elektrofahrzeuge gegenübersehen. Es zeigt, dass zwei große Autokonzerne, die als Feinde galten, nun Respekt und Sympathie füreinander zeigen. Dies könnte dazu führen, dass sie in Zukunft zusammenarbeiten und die Autoindustrie freundlicher wird. Ford und Tesla arbeiten zusammen, damit Ford-Kunden die Ladestationen von Tesla nutzen können. Das könnte das Interesse an Tesla-Autos steigern. Ford-Kunden können die Ladestationen von Tesla nutzen, um ihre Autos aufzuladen und Tesla-Fahrzeuge aus der Nähe zu sehen. Wenn die Leute Tesla auf diese Weise sehen, sind sie vielleicht eher geneigt, einen Tesla zu kaufen, wenn sie später ein Elektroauto kaufen. Tesla arbeitet mit anderen Unternehmen zusammen, um seinen Vorsprung auf dem Markt für Elektroautos auszubauen und zu halten. Das war's für heute, wir sind gleich wieder da. Vergesst nicht, nur den Like-Button zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren.